fertig gelabert, damit wir fertig werden. So. So, ich habe mich jetzt ein paar Minuten nochmal zurückgezogen mit meinen Notizen und ja, dann fangen wir mal an. Erstmal mit den ersten vier, die es nicht quasi ins Finale des Finals geschafft haben. Tut mir auch leid jetzt für jeden, nicht persönlich nehmen. Aber der erste, der rausfliegt, ist Novo 93. Das war einfach mit vom Message her, Stimme, das war nichts. Ich bin mir sicher, dass du das besser kannst. Ansätze sind ja bei jedem Teilnehmer da und daher glaube ich, dass du es besser kannst. Von daher, aber diesmal war es halt wirklich leider nicht. Da war die Konkurrenz einfach noch stärker. So, dann auf 7 haben wir den echten Rafa. Das war solide. Die Hook hat es halt wirklich nicht gut gemacht. So, die Hook nimmt von einem Song in der Regel mehr als die Hälfte der Wert ein. So, wenn die Hook gut ist, dann kann der Rest egal sein. Hört euch die großen Hits an, die es in Deutschland generell so gibt. Das sind 98% die Hooks. Und wenn die Hook es nicht ansatzweise packt, dann auch, aber auch hier wieder muss man sagen, war solide, ausbaufähig. Und ich glaube, wenn er an seiner Aussprache und an den Hooks feilt, weil die Message war geil, fand ich cool, dann kann das auch auf jeden Fall wesentlich besser werden. Ich glaube, dass das jetzt die erste Überraschung wird, der als drittes und dann rausfliegt und damit quasi auf Platz 6 landet, ist Damien. Vom Gesamtpaket her, also Stimme, Einsatz war richtig geil, Beat-Auswahl war super, war gut, da macht es der Text einfach im Vergleich zur Konkurrenz. Wenn er das besser macht, weil von der Qualität, die er hat, also die ich so, würde ich sagen, würde er eigentlich mit aufs Treppchen gehören. Aber mit dem Song, nein, das kann ich nicht so unterschreiben. So, und jetzt haben wir die nächste Überraschung, glaube ich. Jizz ist auf 5. Er hat mich schwer getan, weil es ist Battle Rap, es geht nach vorne, es ist hart auf die Fresse, es ist geil, ist wirklich geil. Aber fernab davon, dass dieses ganze Zeit dieses Produced By mitten im Song kommt, geht da einfach mehr. Ich bin mir sicher, dass bei dem Jizz mehr geht. Fernab von dem Beat. Die Stimme, er muss viel mehr mit der Stimme arbeiten. Weil er hat die Stimme, er könnte von der Technik, allein von der Stimmtechnik her, wesentlich mehr. Und ich glaube, dass wenn es diesen Contest 2020 nochmal gibt und er bis dahin an den einen oder anderen Dingen bei sich schraubt, dass er dann zum Favoritenkreis und wahrscheinlich sogar in den Gewinnerkreis gehört. Aber jetzt war es halt einfach nein. Hier habe ich meine vier Favoriten. Und da war es dann verdammt schwer, mich wirklich zu entscheiden, wie ich was setze. Ich habe es auch 3-4 Mal revidiert in meinen Überlegungen. Aber am Ende muss ich sagen, auf Platz 4 haben wir den von der Message her für mich zweitbesten im ganzen Turnier, Cribstar. Die Stimme, die war komisch, hatte aber was, der Flow war solide, die Hook war halt nicht so gut und die Cuts, die waren es halt einfach nicht und dann ist es halt nur Platz 4 geworden, aber auch da geht wesentlich mehr, also
wie gesagt, ich bin generell positiv überrascht, wie solide das Ganze war von allen Teilnehmern. Also das war auf Platz 3 einer der Songs, der mir mit am meisten Spaß gemacht hat, Death und Jessix. Ich fand es einfach lustig, ich fand es cool. Also nicht abwertend lustig, ich möchte das betonen, es war für mich nicht Moneyboy lustig, so, sondern es war für mich wirklich unterhaltsam. So, das fand ich cool. Deswegen, Musik muss eine gewisse Emotion mittragen, dann ist es gut. Und Humor, also Freude ist auch eine Emotion und ihr habt mich gecatcht, auf jeden Fall, ich fand's lustig. Bitte macht weiter. Könnt mir auch gerne, wenn ihr noch solche lustigen Nummern habt, höre ich mir gerne an. So, und jetzt kommen wir zu Platz 1 und 2. Da muss ich zu sagen, das Rennen war klar. Also das Rennen war klar und eindeutig. Und es liegt nur daran, weil Platz 2 in seinem Song den Anfang zu lang gezogen hat. Hätte er in den ersten Part seines Songs schon ein bisschen mehr variiert, dann wäre das ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Aber auf Platz 2 ist Shepard mit Stargate. War lange Zeit für mich, als ich hier vorhin reingehört habe, der Favorit. Der Unangefochtene, muss man dazu sagen. Das Einzige, was ich wirklich bemängelt habe, war, dass das vorne zu lang war. Aber richtig gut dranbleiben. Und für mich, und damit herzliche Glückwünsche von mir an Sombre 39. Geil. Einfach alles geil. Also wirklich, ich fühle den Song, ich feiere den Song, habe das auch gerade, als ich dann hier bewertet habe, auch nochmal draufgeschrieben. Sombre 39. Unangefochten der Beste. Ich fühle den Song, ich fühle die Message, ich fühle rundum Paket passt und ich sag bei Sombre, ich will mehr haben. Also schickt mir gerne Songs und lass mich mal reinhören, was du da noch am Material hast, weil ich feier's. Ja, Sombre, mein Freund, von mir auch und von im Namen von UiTV herzlichen Glückwunsch. Du bist UI Express Newcomer 2019 auserwählt von Mehr als Musik Oberhaupt. André, vielen lieben Dank. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht im Großen und Ganzen. Hast du ja erwähnt schon. Ja, ich war am Anfang, wie gesagt, ich habe ja ein paar Mal abgelehnt. Ja. Weil man weiß ja, was bei solchen Contests meistens oftmals für Musik rumkommt. Aber ich muss sagen, also ob es jetzt Death und Jessix war, ob Sombre war, ein Jizz. Geiler Battle Rap, geil auf die Fresse. Ja. Also es war jetzt wirklich nicht, ich sag jetzt mal, es war jetzt keine Scheiße dabei. Nee, es war solide Sachen, aber Sombre hat das Ding überragend und verdient gewonnen. Ja. Und wie gesagt, ich habe gehört, man bekommt so einen Pokal zum Gewinner. Ja, die bekommen einen Pokal. Mhm. Und jetzt kommt's, weißt du was, wir machen das direkt jetzt hier. Weil wir ja so authentisch sind, fragen wir jetzt einfach mal, so setzen wir ihn auch unter Druck, der kann ja gar nicht Nein sagen. Was hältst du davon, wenn derjenige seinen Pokal von dir übergeben bekommt? Kein Problem, unter einer Bedingung. Sombre kriegt den Pokal, wenn ich 5 weitere Songs von ihm habe, die ich mir anhören kann. Weil das, ich fand das geil und wenn er mir nochmal so, ich finde die geil, da will ich mehr haben. Also, Sombre, du hast die Möglichkeit, unsere langweiligen Gesichter einfach so zu haben. Oder du hast aber auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar 5 Songs zu schicken an uns, die leiten wir weiter. Oder je nachdem kannst du auch direkt, ich weiß nicht, ob man dich jetzt überall erreicht, das ist auch ein bisschen schwierig. Aber wenn du uns 5 Songs schickst, dann hast du die Möglichkeit, deinen Pokal persönlich von Mehr als Musik Oberhaupt, André,
übergeben zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Ich freue mich wirklich, ich hätte mich eigentlich auch für jeden gefreut. Ja, danke, dass du mir auch die Entscheidung abgenommen hast. Zumal hast du ja auch... So bin ich der Boomer. Also, wenn ihr euch beschweren wollt, warum der oder der oder der gewonnen hat, mehr als Musik, bei Insta kann man das eingeben und finden. Ja, ich muss euch enttäuschen, der wird eh nicht antworten. Nein, ich antworte so gut wie auf alle Nachrichten. Das ist halt nur... ich habe auch kein Problem mit euch über die Wertung zu sprechen. Ihr müsst aber... verstehen, dass ich einen Song heute, euren Song das erste Mal gehört habe und dann habe ich mir beim Überlegen nochmal angehört und ich muss sagen, das ist jetzt meine Entscheidung. Das muss nicht die Entscheidung der Zuschauer sein, das ist ganz allein meine Entscheidung und meine Entscheidung vom Gesamtpaket her war halt Sombre und wie gesagt, es war knapp mit Shepard, ja. Aber alles andere hat halt einfach nicht gereicht, dass ich diesen Vibe habe und sage, ja, da will ich mehr von haben. So viel dazu. Und, wir haben jetzt auch ein bisschen es hat sich jetzt was geändert, was Preis angeht. Und zwar, wir haben ja gesagt, der Gewinner bekommt einen Pokal von uns. Er bekommt auch ein Interview von UETV. Wir besuchen dich und machen ein Interview mit dir oder du besuchst uns. Je nachdem, das klären wir dann mit Sombre. Und weiterhin war auch versprochen, dass derjenige auch für genau diesen Song auch, womit er gewonnen hat, ein Cover bekommt. So, von uns persönlich. Aber André hat noch eine viel bessere Idee. Und zwar, du bekommst dein Cover persönlich vom Meister, vom Hause mehr als Musik. Ich glaube, das wird dir mehr bedeuten. Also, es kommt natürlich auch auf, ich muss dann wissen, was für ein Song das ist, wofür er das Cover braucht und so weiter und so fort. Und dann gib mir 2 Wochen Zeit, wenn ich den Song habe. Ja. Dann bekommt Sombre von uns das Cover gestellt, von unserem Grafiker, von mir selber. Wir müssen mal schauen. Ja. Aber vom Hause mehr als Musik bekommt er dann die Grafik. Geil, danke dafür. Mega. Es hat mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Ja, so, deswegen. Also ohne Scheiß, ist echt schwer. Ich kenne dich ja mittlerweile ein bisschen länger und es ist echt wirklich schwer, diesen Menschen erstmal gut gelaunt zu kriegen, weil er einfach ständig Stress hat. Also ich kenne ihn nur mit einem Telefon. So. Ja, nach 12, 13 Jahren das erste Mal, dass ich mir überhaupt vor die Kamera gehe. Also von daher. Genau, also etliche Plattformen haben, das weiß ich persönlich, dass etliche Plattformen auch ihre Absagen bekommen haben. Deswegen bedeutet mir das wirklich sehr viel, dass du dir die Zeit nimmst und dass du das alles möglich machst. Das ist eine große Ehre für uns, genauso für genauso wie für die Teilnehmer. Ja, André, die letzten Worte in diesem Sinne möchten wir dir überlassen. Kennst du ja wahrscheinlich von den Interviews. Und man macht doch auf YouTube, abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Deswegen. Ja, genau, abonnieren, followen. Hochswipen, das funktioniert bei uns nicht. Aber es funktioniert eh nicht. Ich glaube, man müsste einfach das Gegenteil. Der abonniert uns überall bei YouTube, Insta und Facebook. Facebook haben wir noch nicht mal. Und in diesem Sinne übergeben wir die letzten Worte. Ja, ich danke, dass ich das machen durfte. Ich fand es cool. Ich war auch, hast du bestimmt gemerkt, sehr motiviert, als ihr vorhin gekommen seid. Aber ich fand's cool und bin da auf jeden Fall jederzeit wieder zu bereit, weil es qualitativ auch jetzt nicht so schlecht war. Es war jetzt echt gut. Ja, wir wollen das ja nächstes Jahr weiterführen, das Ganze. Dieses Jahr, 2020. Den Newcomer gibt's auch. Ja, dann wissen wir, wo wir anklingeln. Kein Problem, bin dabei. Ne? Vielleicht eine andere Location beim nächsten Mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat uns genauso viel Spaß wie euch. Hoffentlich. Und bis dahin. Das war's. Alles Gute. Peace. Peace.